Liebe Genossinnen und Genossen, wir sitzen hier seit 11 Uhr. Viele von uns waren auf dem Marktplatz in Templin an einem Samstag. Sonst kommt man eigentlich nach Templin, um in die Therme zu gehen oder um den See spazieren zu gehen. Und wir sitzen hier seit vielen Stunden und debattieren. Warum tun wir das denn eigentlich? Neulich nach einer Mitgliederversammlung kam ich mal wieder viel zu spät zu einer Familienfeier. Da fragte mich mein 12-jähriger Neffe Valentin, ob ich denn schon wieder bei den Roten war. Und meine Kommilitonin, die jetzt Mutter geworden ist vor kurzem, fragte mich letzte Woche, warum ich eigentlich abends lieber ewig im Studierendenparlament sitze, als in der Kneipe oder zu Hause. Und meine Lieblingsbäckerin, die mir oft morgens wortlos den Kaffee, wie immer mit zu viel Zucker und zu wenig Milch rüberschiebt, sagte, Mensch, Sie können nicht immer die Welt retten, Sie müssen auch mal ausschlafen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will beides, jeden Tag. Aber was heißt das denn ganz konkret? Was heißt es denn ganz konkret, die Welt zu retten? Wie soll denn die Welt aussehen, meine Vision für das Jahr 2040, wenn ich 50 bin? Sieht so aus. Da brauche ich dann auf jeden Fall ein neues Bild dann. Dann werden die Enkel von Uli Hoeneß das Erbe ihres Großvaters endlich brav in Deutschland versteuern. Denn die Reichen leisten ihren Anteil an der Gesellschaft und zahlen ordentliche und gerechte Steuern. Über den Mindestlohn redete dann inzwischen niemand mehr, weil gerechte Löhne gezahlt werden. Die schwarze Null der Haushälter im Bundesfinanzministerium ist dann nicht mehr wichtiger als die Menschen im Land. Armut gibt es dann nur noch als Gegensatz zu geistigem Reichtum. Keine Bilder mehr von alten und jungen Menschen, die in Mülltonnen wühlen, um Pfandflaschen zu suchen. Meine Kinder werden mir einen Vogel zeigen, wenn ich ihnen sage, wie hart und lange wir für eine gemeinsame Schule für alle gekämpft haben. Wie lange wir gerungen haben, bis die Kita endlich beitragsfrei war. Und wenn ich ihnen erzähle, dass es mal Zeiten gab, in denen ein Bildungsminister nur mit den Schultern zuckte, als bekannt wurde, dass Eltern zum Teil 1.200 oder 1.500 Euro pro Monat für zwei Kita-Plätze zahlen mussten. Und ich werde nur noch im Geschichtsunterricht darüber erzählen, wie es war, auf Anti-Nazi-Demos zu gehen in Templin, Rathenow oder woanders, weil es keine Nazi-Demos mehr gibt in diesem Land. In griechischen Hafenstädten hängen dann die orangenen Rettungswesten nur noch in Museen und erinnern daran, wie viele Menschen einst auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrinken mussten. Europa ist längst zu einem Kontinent ohne meterhohe Stacheldrahtzäune geworden, weil sie niemand mehr braucht. Das G3-Sturmgewehr ist längst nicht mehr das am weitesten verbreitete Gewehr. Es wurde auf Initiative des ersten linken Abrüstungsministers verschrottet und das Metall für Wasserpumpen in Afrika genutzt. Vielleicht denken jetzt einige von euch, was für ein schöner Traum, was für ein Spinner. Aber diese Utopie ist es, die mich und vielleicht auch viele von euch motiviert, immer weiterzumachen, weil wir wissen, worum es geht. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, denn die Realität ist eine andere. Deutschland hat im ersten Halbjahr 2015 mehr Waffen in alle Welt exportiert als im gesamten Jahr davor. In Brandenburg hat sich die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlinge von 4 im Jahr 2010 auf 141 Straftaten im vergangenen Jahr erhöht. Keine Woche vergeht ohne höckerndes Geschrei, Petri Heil und irgendein Landesgau. Und als Antwort auf diesen Hass wird das Asylrecht weiter geschleift und über Obergrenzen schwadroniert. Bilder von ertrunkenen Kindern oder Forderungen nach Schießbefehlen, die einen Schrei der Empörung auslösen müssten, sorgen meist nur noch für ein Schulterzucken. Der aktuelle Armutsbericht widerlegt die Propaganda vom sozialen Aufschwung. Nichts anderes zeigen die 5 Millionen Kinder, die in Armut leben. Diese Gesellschaft ist inzwischen so gespalten, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Und was tun wir, die Linke? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, wir beschäftigen uns viel zu oft mit uns selbst, stehen uns sogar im Weg. Es gibt immer mehr Menschen, die sich von der Politik, von der Demokratie abwenden, jeden Tag. Und daran haben auch wir einen Anteil. Liebe Genossinnen und Genossen, es bleibt dabei. Wenn du die Umstände ändern willst, dann musst du dich selbst verändern.
Es kann und darf uns nicht allein um ein oder zwei Mandate mehr oder weniger gehen oder um Umfragen oder ob wir regieren oder opponieren. Denn egal, was wir tun, das Einzige, woran wir uns messen lassen müssen, ist doch, ob es mit unserer Politik ganz konkret für die Menschen besser geworden ist. Aber was mich dabei beschäftigt, diskutieren wir denn die wirklichen Kernfragen unserer Gesellschaft? Ist es das, was meine Bäckerin kurz vor der Rente und meine Kommilitone mit ihrem Kind wirklich umtreibt? Und das sind immerhin drei Generationen. Sie haben oft keine Lobby, obwohl sie doch eigentlich die Mehrheit in dieser Gesellschaft stellen. Unsere Aufgabe muss es sein, genau diese Lobby zu sein und ihnen eine Stimme zu geben, eine laute Stimme. Ich will, dass wir als Linke selbstbewusst mitten in der Gesellschaft leben und arbeiten und dabei nie vergessen, dass wir eben nicht die Wahrheit gepachtet haben. Dass wir nicht die Partei sind, die immer gerne würde, aber wenn es konkret wird, aus irgendwelchen Gründen immer nicht kann. Denn viele Grundgewissheiten, die meine Eltern hatten, sind für mich als 25-Jähriger nicht mehr da. Ein Beruf zum Beispiel, den man bis zur Rente ausübt. Welche Rente überhaupt? Eine Familie, die man mehr oder weniger sorglos gründen kann. Eine Wohnung, in der man sich einrichten kann, auch über 3 bis 4 Jahre hinaus. Vielleicht endet nicht mehr mit einem Punkt, sondern einem Fragezeichen. Wir kämpfen aber hier und heute um die Grundfesten dieser Gesellschaft. Die Zeit läuft und diese Gesellschaft ist im Umbruch und steht vor Entscheidungen. Vielleicht sogar vor den größten seit 1990. Hier in Templin, hier in Brandenburg, in Deutschland und der Welt. Ich will, dass mein Neffe in einer Gesellschaft aufwächst, in der es nicht darauf ankommt, woher du kommst, wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder welche Menschen du liebst. Und du einfach so akzeptiert wirst, wie du bist, in der du die gleichen Chancen auf ein gutes Leben hast wie alle anderen. Ich will, dass die Bäckerin später von ihrer Rente leben kann, weil sie nach einem Arbeitsleben, das jeden Morgen um 2 Uhr begonnen hat, ein Recht darauf hat. Und ich will, dass diese Frau, wie alle anderen Frauen, nicht weniger Lohn bekommen als ein Mann in ihrem Beruf. Ja, ich will die Beitragsfreiheit in Kitas, gleiche Rente in Ost und West, gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, egal seit wann sie hier leben. Nicht als bunte Plakate oder Geschenke vor Wahlen, sondern weil ich überzeugt davon bin, dass dies alles Schritte zu unserem großen Ziel sind, einer sozialen, solidarischen und gerechten Welt. Wir sind uns das aber auch nicht selbst schuldig oder nicht nur selbst schuldig. Jeder von uns hat auch ein Kind, einen Neffen, eine Bäckerin oder andere Menschen in seiner Umgebung, für die sich dieser Kampf lohnt. Liebe Genossinnen und Genossen, auch wenn es oft anstrengend ist, ich habe da keine andere Idee und keine andere Wahl. Und ich will es aber auch gar nicht. Wir wissen eben doch, warum wir das hier alles tun. Vielen Dank.